Oh, läuft, ja. Machen wir weiter? Ja, ne? Klar. So. 10 Stufe 59 Story Quest. Das ist doch gut an. Das war schon mal der falsche. Ich muss mit Istola sprechen. Erstmal die Kontaktlinsen säubern. Dann sehe ich nichts. Ja, 10 ist aber auch nicht so viel, ne? Da wird das höchstens ein Drittel voll hier, wenn überhaupt. Naja, wenn auch Dungeons dazukommen und so, vielleicht ein bisschen mehr. Matsuya wohnt in einer Höhle im Süden des Dravanischen Hinterlandes. Der Eingang ist nicht leicht zu erkennen, aber ich denke, ich erinnere mich noch, wo es war. Hier den Weg entlang, dann am Westufer des Taliak in Richtung Süden und dann müsste die Höhle unter einer Klippe zu erkennen sein. Aber wir müssen aufpassen. Wer weiß, welche wilden Tiere sich hier seit dem großen Auszug aus Schalayan angesiedelt haben. Wahrscheinlich hierhin, ne? Irgendwo hier unten. Ah ja. Jetzt kommt die Stelle, wo Elbester meinte, da kann ich auch später hingehen. Da war ich jetzt aber schon. Und hier gibt es nur noch ganz im Süden was, ne? 1354 Jalme Richtung Südost. Okay. Laufen wir mal den Weg entlang. Ja, später kann man wahrscheinlich einfach hier drüber fliegen, oder? Oder geht das nicht, weil das zwei separate Stücke sind? Doch, das müsste gehen, ne? Ich kann hier einfach über den Abgrund dann drüber wahrscheinlich. Das sieht so geil aus. Also das schnappt auch die ganze Zeit danach. Ist ja geil. Ich laufe mal hier rüber. Ich weiß nicht, ob da unten, ob hier an diesem Sumpf oder was, man da Probleme bekommt. Ach nee, das ist das Wasser, ne? Und hier ist dann das Wasser weg, weil man hier unten drunter muss. Und ich muss in die Höhle, das heißt, ich muss wahrscheinlich unten hin. Kannst drüber fliegen, okay. Gut. Was war das für ein Geysir eben? War das ein Spell? Ja, das war wahrscheinlich ein Spell, ne? Echt? Hat der beim Fliegen dann was anderes vorne dran? Ist ja cool. Hier ist der Eingang zu Matoyas Höhle. Behaltet die Hand lieber an der Waffe. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich sage nur, wenn jemand ein überragender Magier ist, zugleich aber überaus schrullig, dann muss man auf alles gefasst sein. Matoya hat einige tückische Fallen aufgestellt, um unliebsame Besucher von der Höhle fernzuhalten. Gobi, du bist der Stärkste von uns. Kannst du bitte zu dem Felsen am Ende des Weges gehen und eventuelle Gefahren beseitigen? Natürlich. Kalte Wand. Wollte mal noch ganz kurz gucken. Ich habe doch mittlerweile bestimmt irgendwelche Tränke bekommen, oder?
Hier. Zumindest ein bisschen was. Ah, das sind nur Reagenzien. Königsfeder haben wir auch. Ja, diese Intelligenzring könnte man auch nehmen. Ne? Macht mal ein bisschen mehr Damage. Kalte Wand. Aha. Könnte man auch einfach wegreihen. Wahrscheinlich. Hallo? Keine Ahnung. Gimme. Weiß doch, wie ich da bin. Das war's schon. Jetzt muss ich denen sagen, haha, ich habe die drei Angreifer weggemacht. Die hätten ruhig mal ein bisschen helfen können. Haha, das dachte ich mir. Tut mir leid, dass ich dich vorgeschickt habe. Aber du bist ja schlimmere Gegner gewohnt. Nun, dann lass uns nicht länger hier draußen rumstehen. Komm, ich stelle euch meine Lehrerin vor. Okay. Geh mal weg. Und was seid ihr für ein dreistes Pack? Sind das etwa gute Manieren, einfach in eine fremde Wohnung hineinzuplatzen? Wir haben doch angeklopft. Hast du die Schläge auf die Köpfe deiner Helferlein nicht gehört? Oh, Stola. Musstet ihr gleich alles kaputt schlagen? Ach, immer noch der gleiche Wildfang wie früher und keinen Respekt vor gar nichts. Das wird wahrscheinlich dein schlechter Einfluss sein. Ich habe dich vermisst, Matoya. Gesundheit. Gut siehst du aus, Kind. Hast dich zu einer schneidigen jungen Dame gemausert. Und du bist wohl der Enkel des alten Louisois. Ja, ihr kanntet meinen Großvater? Ob ich ihn kannte? Wir lagen uns ständig in den Haaren, ein Dickkopf ersten Ranges. Aber langweilig wurde es nie mit ihm, das muss man ihm lassen. Und dich, mein Junge, kenne ich schon, seit du in den Windeln gelegen hast. Verzeiht mir, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Schon gut, Junge. Und jetzt mal raus mit der Sprache. Was wollt ihr von einer alten Einsiedlerin wie mir? Ihr seid doch nicht hierher gekommen, nur um zu plaudern, Doch, nur ein bisschen plaudern. Dass ich auf meine alten Tage noch mal von Azizla hören würde. Also weißt du etwas darüber? Auch nicht mehr als in den verstaubten Charlayaner-Wäldern steht. Eine schwebende Insel, die sich die Alaga bauten, als ihre Zivilisation in den letzten Zügen lag. Mit Louisois habe ich mich mehr als einmal darüber unterhalten. Dort bauten sie eine Art Forschungszentrum, um Wege zu finden, Drachen und Primae unter ihre Kontrolle zu bringen. Und dabei kamen sie auf äußerst gefährliche Methoden. Nichts von diesem Wissen sollte jemals wieder ans Tageslicht gelangen. Und jetzt erzählt ihr mir, dass ein Haufen Dummköpfe es ausgraben will. Ihr seid ja nicht bei Trost, dass ihr ihnen auch noch folgen wollt.
Aber die Ashians haben ihre Hände im Spiel und das verheißt nichts Gutes. Da sagst du was Wahres, Junge. In diesem Fall sollten wir in der Tat etwas unternehmen. Danke. Oho, hat dich der jugendliche Eifer angesteckt? Mit deiner Unverschämtheit redest du dich doch mal um Kopf und Kragen, meine Liebe. Gute Frau Matoya, ne? Richtig schöne, alte, nette Hexe. Süß. Redliche, der sagt was. Schuh aus. Geil. Sagt er auch noch was anderes? Nein. Ach, was super. Schuh aus. Ist hier noch einer? Den müssen wir wahrscheinlich annehmen. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Winter-Attack-Quest, ne? Hört Schuhe aus, Alter. Göttlich. Es ist ja perfekt, dass ich direkt vorher hier meinen Zauberhut bekommen habe, ne? Schuhe aus. So heißt die YouTube-Folge. Schuhe aus. Hier ist noch einer. Sagt er was anderes? Krümel unterm Tisch, Flusen unterm Schrank, husch aus dem Weg, wir wischen's blitzeblank. Ein vielsagender Besen. Da habe ich doch gerade gefegt. Sagen die Unterschnell, ich sage immer dasselbe, okay. Schuh aus war das Beste. Ansprechender Besen. Hast du den Sand hereingeschleppt? Nein, nein, ich war's nicht. Ich bin ganz lieb. Schuh aus. Okay. Weiter. Ach, die hat auch noch. Ach, das ist die letzte Windäther-Quest. Okay. Es war vor etwa 50 Jahren, als die Garlear dabei waren, ganz Ilsabart zu unterwerfen. Charlean musste sich wappnen. Wir suchten fieberhaft nach irgendeinem Mittel, mit dem wir uns verteidigen könnten. Oh. Eine Methode, um Äther aufzusaugen und zu einer verheerenden Kraft zu konzentrieren. Genau. Und dann kam der Rat daher und meinte, meine Erfindung würde uns eher zerstören als retten. Sie legten meine Forschung auf Eis. Tja, da habe ich meine gesamten Aufzeichnungen kurzerhand versiegelt. Gefährliche Schrift, ne? Sollten diese Hasenfüße doch sehen, wo sie bleiben. Kindisch, ich weiß. Aber sehr befriedigend. Ja, ob eine Erfindung Zerstörung oder Rettung bringt, hängt davon ab, wie man sie einsetzt. Ja, alles verbohrte Philosophen. Ich hatte jedenfalls die Nase voll und verabschiedete mich von der Charlayaner Borniertheit. Mir ist, als hörte ich meinen Großvater sprechen. Zumindest in diesem Punkt wart ihr euch einig. Matoya, können wir deine Aufzeichnungen sehen? Natürlich, wenn ihr sie mir bringt. Sie sollten noch in der großen Bibliothek vor sich hin modern. Abteilung verbotene Schriften. Das nenne ich dann wirklich versiegelt. Die Wachsysteme der Bibliothek sind sicher noch immer in Kraft, auch wenn die Stadt selbst verlassen ist. Aber wir werden uns schon einen Weg bahnen. Hier geblieben. Stola, du und der Junge, ihr bleibt bei mir. Ihr werdet mir helfen, meine armen Helferlein wieder aufzupäppeln, die ihr mir so übel zugerichtet habt. Keine Widerrede. Okay.
Auftrag angenommen. Während mir die beiden helfen, kannst du schnell die Schriften aus der Bibliothek holen. Du siehst stark genug aus, dass du auch allein mit der Wache fertig wirst. Und falls nicht, dann ist auch der Äthervernichter nichts für dich. So etwas muss man beschützen können. Die Tore zur großen Gubal-Bibliothek sind fest verschlossen, aber statt eines Schlüssels kannst du einen meiner flinken Besen mitnehmen. Sprich ihn gleich an, keine Scheu, auch wenn er beschäftigt aussieht. Hier, emsiger Besen. Stets zu Diensten, Abenteurer. Frau Matoya hat mir schon einen Wink gegeben, dass ich dir helfen soll. Das mache ich sehr gerne. Ich fege bereits seit über 50 Jahren für Frau Matoya, aber aus dieser Höhle komme ich nur selten raus. Wie schön, dass ich einen Ausflug machen kann. Die große Bibliothek liegt östlich von hier. Wenn du auf die eingestürzte Brücke kletterst, kannst du sie sehen. Treffen wir uns dort. Okay. Ah ja, okay. Alles klar. Ob das der Schluss ist. Fehlen noch zwei Stück Windätherquellen. Jo, fehlen noch zwei Stück. Und noch einer hier irgendwo. Ist er hier drin? Ne. So, das muss doch jetzt einfach irgendwo hier sein, oder? Im Osten. Okay, dann ist es direkt dort bei der Ini. Nee, dann will ich nicht. Gib mir was Schönes. Jawohl. Fällt mir mittlerweile eigentlich sogar, ne? Horogo. Akrogo. Jo, das passt ganz genau. Hier ist auch noch was. Ach so, ja gut, können wir auch nachher machen, ne? Ach, jetzt, der kommt hoch hier. Okay. Nordost. Ja, ich sehe sie schon. Den Gobby läuft ja nicht blind durch so ein Spiel durch, ne? Nee. Gobby guckt sich genau um und registriert alles. So, das heißt, die haben wir alle, ne? Cool. Muss hier noch so ein Biber stehen? Okay, wird nicht abgehauen. Emsiger Besen, da ist er. In jedem Winkel Spinnen weben. Hier würde ich ja so gerne fegen. Bitte sehr. Das ist die berühmte große Gubal-Bibliothek. Das Gebäude ist seit 15 Jahren verlassen. Wie viel Staub sich da auf den Büchern gesetzt haben muss. Mich juckt es förmlich in den Borsten. Ich werde dir aufschließen, damit du nach Frau Matoyas Schriften suchen kannst. Ich gehe lieber gar nicht erst rein, sonst kann ich mich nicht zurückhalten. Viel Glück. Große Gubal-Bibliothek steht nun zur Verfügung. Gut. Cool.
Bin ich schon da? Beigetreten. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das noch hinkriege. Spielinhalte, Gruppensuche. Na? Ne, ist woanders. Wo war das nochmal? Ich kenne mich schon wieder nicht aus. Seht ihr? Das war nicht bei Inhaltssuche, ne? Das war bei Gruppensuche oder so. Ach hier, Gruppensuche. So. Rekrutieren. Ganz ins Datenzentrum suchen und Passwort. Hier mal die 6. So. Müsste passen, was ich gemacht habe, oder? Und dann Dungeons Heaven Sword. Der hat gepasst. Warum kann ich das nicht anwählen? Eigentlich? Ach, weil das noch angewählt war. Okay, alles klar. So, Yasu will nicht mit anscheinend. Na, hat sich mal nicht gemeldet. Hat's auch niemand mehr. Dann drücke ich jetzt teilnehmen, ne? Achso, ich muss erst die Gruppensuche beenden, ne? Gruppensuche. Beenden. So, zack. Teilnehmen. Teilnehmen. Schön. Introsequenz. Kein Ding, Yasu. Brauchst nicht zu entschuldigen. Jeder, wie er Bock hat. Erinnert mich ein bisschen an Karazhan aus WoW. Ich weiß, sie immer mal wieder WoW-Vergleiche. War übrigens die coolste Instanz damals in WoW. So. So, wir haben nur noch 89 Minuten. Go, go. Noch ein Mage hier drin. Oh, die halten aber gut was aus hier. Halten ja richtig was aus. Gut, wir knüppeln sie auch wirklich komplett zeitgleich runter, ne? Die Map mal hier hin. Nur das einfach mal ein bisschen anzugucken. Hmm.
viel zu viel aus. Schlimmster Zufall, Stufensteiger und Inhalt, wenn man erwischen kann. Ja gut, klar, wenn die viel aushalten, dauert es lange, ne? Nightbot spammt echt. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen runterstellen. Er macht mir das ein bisschen zu oft. Ne? Echt viel aus. Wenn sie dementsprechend auch viel XP geben, ist ja wieder in Ordnung. Dämonenbücherwand besiegen. Mhm. Nee, ist vielleicht jetzt sinnvoll, ein bisschen Flair einzusetzen, ne? Ein Marolith. Diese Leylinie gilt nur für mich, ne? Ja. Yo, bei Enslaved. Und viel Spaß mit Final Fantasy, falls du es ausprobierst. Ja, guckst den Stream noch weiter dann. Kein Ding. Schatzruhe muss ich rangehen. Ist ja keine Mimik, hoffentlich. Oh oh. Ach, kenne ich aus. Ah, cool. Muss man die schnell in der Zeit beziehen? Ja, ne? Wahrscheinlich. Die
Die wandert wahrscheinlich auch immer weiter nach vorne, oder? Kann das sein? Oh, hat mich irgendwas getroffen? Anscheinend. Ah, nee, okay. Alter, das schaffe ich nicht, oder? Wahrscheinlich schaffe ich es nicht. Ja, war klar. Das ist der Trick dahinter. Okay. Ah, ich bin komplett oben. Ich bin wieder tot. Warum bin ich wieder tot? Mist. Wenn man also verlangsamt ist, ein bisschen weiter vorne hinstellen, damit man es dann auch noch schafft, ne? Ach, annehmen kann ich. So, ein bisschen Konzentration jetzt. Oh, ich bin schon wieder verlangsamt. Sind alle verlangsamt? Ja, sind alle verlangsamt. Boah. Ah, komm schon. Gut. Ist ja hart. Ich bin wieder komplett oben. Warum bin ich denn komplett oben? Gib mir ein bisschen Mana, bitte. Danke. Was? Warum? Da war doch gar nichts. Das normale Schaden? Ach, das switcht da. Dann muss ich doch kurz rüber. Das habe ich vorhin überhaupt nicht gesehen. Scheiße. Nein! Nicht zurück! Oh. Verstanden. Ah. Ah, das macht mich auch noch komplett oben, oder was? Das ist ja fies. Das ist ja hart. Jo, bei Nighty. Oh, da wird nicht geguckt. Nein, nein, nein. Danke fürs Zuschauen. Okay. Puh. Eigentlich ein easy Gegner, wenn man es weiß, wie es geht, ne?
laut ist es. Ich bin auch sehr nah dran. Ups. Ich hatte noch den Schrottsack drin. Geil. Seite 64, auch geil. Geile Geräuschkulisse hier. Boah. Todesstrahl macht die. Geil. Und diese Fahrstuhlmusik nebenbei, auch so geil. Okay, weg sind sie. Oh, eine lange Ini, ne? Biblos. Der Biblos besiegen. Kann man eigentlich eine Daily-Inhaltssuche abbrechen und dann nochmal neu machen, wenn es einem nicht passt, was man da bekommt? Oder hat man dann irgendwie 8 Stunden Cooldown oder so, wenn man was abbricht? Minuten Sperre, okay.
Alles klar. Ja klar, beim Rest ist ja logisch. Was soll der auch machen? Ach, ich kann dem Todesstrahl gar nicht ausweichen, oder? Er ist auf mich fixiert und somit macht er das auf mich. Jetzt kommt Biblos. Wahrscheinlich, ne? Jo. Kann Biblos? Anscheinend nicht viel. Oho, okay, okay, okay. Okay, kann ich anscheinend nicht ausweichen, ne? Ich muss nur gucken, dass er euch nicht noch mitrammt, wahrscheinlich. Oder muss man nah rangehen, weil das auf Entfernung stärker wird? Theorien über Theorien. Okay, was macht er jetzt? Das reicht, den anderen da hinten nicht töten. Okay, Buchseite verschwindet wieder. Das Öl, das breitet sich aus. Welch feiger Trick. Okay. Whatever. Sichelschnitt auf Kimiko Kawaii. Oh, oh, man sollte da nicht einfach durchlaufen, nicht Depp. Okay. War jetzt taktisch aber auch nicht so schwer, oder? Warum habt ihr am Anfang nur eine Kugel getötet? Beziehungsweise, was hat die Kugel für einen Sinn, die dann auf ihn zuläuft?
Er ist in dem Buch unverwundbar. Man muss die Kugel auf ihn lenken, um ihn aus dem Zustand rauszuholen. Okay. Ah, okay. Das heißt, man muss gucken, welche Kugel man nimmt. Okay, und der Rest verschwindet dann wieder, wenn man es zerstört, ne? Jetzt habe ich es verstanden. Dankeschön. Der Tank kann am ehesten in den meisten Fällen. Kann auch einfach durch die Wirbelstimme rennen und den Schaden fressen. Okay. Ach, die verschwinden dann, wenn man durchrennt. Okay. Habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Kamikaze-Tank. Verstanden. Also durch den Wirbelsturm durch zur Kugel, die töten. Die Kugel geht hin, er ist wieder verwundbar. Alles gut, weiter drauf. Also ist nicht so schwer die Taktik. Logos! Okay. Da kommt noch ein zweiter Logos da hinten. Also der kann nicht, weil die Brücke noch nicht unten ist. Verstanden. Das ist schon geil, wie der Mage sich entwickelt hier über das Spiel. Ist schon lustig. Schon geil. Gefällt mir. Habe ich anscheinend den richtigen Charakter für mich genommen. Okay, Kimi zieht den hier hin und zieht ihn wieder weg. Also effekttechnisch einfach immer wieder eine Augenweide hier, ne? Was hier alles passiert. Mal einen falschen Knopf gedrückt.
Okay. Geil. Buch im Tresor, wo muss ich hin? Hier hin. Ich komme. Was Spezielles oder Learning by Doing wieder? Okay. Ja, ist doch irgendwas mit diesen Teilen hier. Bibliotaph. Der Bibliotaph. Hat auf jeden Fall sehr viel HP. Okay, die zwei haben irgendwas bekommen hier, Elbester und der andere Mage. Die legen irgendwas ab. Okay. Sieht da auch so ein Teil drauf oder was? Ach, die muss man alle aktivieren, okay. Und dann aber wahrscheinlich nicht drin stehen bleiben, so wie es aussieht, sondern wieder rausgehen. Und ich bin komplett oben. Muss Umformung verschwenden. Echt jetzt? Wir haben schon wieder so irgendwas. Ich gehe mal ein bisschen weg. Wieder machen. Sind es aber weniger gewesen. Gleich werden es noch drei von den Teilen, die man aktivieren muss. Ich verstehe bloß nicht, was es bringt. Erhöhte Verwundbarkeit, erlittener Schaden ist erhöht. Okay. Das kriegt man, wenn man da drüber läuft. Das heißt, müssen alle irgendwas machen gleich. Weil man ansonsten zu viel Schaden frisst, oder was? Nochmal. Okay. Okay, hier kann ich nirgends drüber laufen. Ah, das sind dann auch nicht mehr so viele. Okay, verstanden. Ah, dieses Mal macht das umgedreht. Ich habe hier 100 Insten zur Verfügung und guck nicht drauf. Schön, mit einem Flair weggemacht zum Schluss.
Jo. Amber. Sehr schön. Heute gut. Ehrung. Ja, der kriegt meine Ehrung. Warte. Nichts für mich dabei? Schade, ne? Wie viele verschiedene Inis gibt es eigentlich auf 60? Insgesamt, die man nach und nach freispielt? Danke, Elbester. Fehlt noch eine Linie, fehlt noch. 13 Inis auf 60, okay, krass. Sind mehr als, obwohl, wie war es denn auf 50? Oh, nochmal weg, sorry. Jetzt aber, oder? Jetzt müssen wir doch jetzt zur Hexe zurück. So. Stufe 60 Inis gibt es. Wolltest du mich nicht spoilern, oder was? 50 waren es 19. Okay, aber mit den ganzen Alten zusammen, oder? Keine 19 reinen 50er Inis. Und ich meinte eigentlich nur die Vierer-Inis, ne? Also nicht die Prüfung oder Achter oder sowas. Musste ich da nicht das Manuskript. Ich muss doch. Ja, ich muss das dir doch bringen, oder? Und wo ist die jetzt? Die ist wieder hier drin, oder? Schätze ich mal. Weiß nicht, sagt mir Bescheid dann. Ich denke mal, die ist hier drin. Hab mit Nummernblock die Zahl getippt. Nach dem Absinken, weil das inaktiv ist. Also. Die 2,8er für Story waren mitgerechnet, okay. Ich habe gedacht, du willst mich nicht spoilern. Wäre geil gewesen. Nein, nein. Inis gibt es. Mehr verrate ich nicht. Oh. Wenn ich Aggro habe, ist blöd, ne? Sonst wäre ich jetzt gesprungen, aber mit Aggro stirbt man dann, ne? Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Macht zusammen 13, okay. Es gibt eine Ini für Finale für Story 60, dann zwei optionale Inis zu Release von Heavensward. Jeder der 5 Patches bringt 2 weitere Inis. Okay, krass. Respekt, echt gut. Ach, das reg ich mich eigentlich hier auf. Einfach durchlaufen, ne? Der Wumpe. Zwei waren das noch. Dann kann ich gleich fliegen, ne? Jawohl, die zwei. Sind die zwei hier. Super. Was müssen wir hier vorne dran machen? Und das Kräuter untersuchen und Parasiten beseitigen. Okay. Hier sind die Kräuter schon. Okay. Komm, lauf wieder weg.
Tschüss. Eine Ohrenfliege. Hier ist ein Patch 3.1. Und optional. Und Patch 3.2 ist hier das Story-Inhalt und optional, okay. Hallo, die Ohrenfliegen machen mich ja platt hier gerade. Was ist denn da los? Okay. Oh. Respekt. Echt gut was aus, die Dinger. Meine Fresse. Ist irgendwie was rot oder so? Nö. Ist doch alles. Krass. Wütende Attacke nehmen. Das ist schon besser hier mit Mana-Schild und Mana-Wand, ne? Also eins von beiden. Ich weiß gar nicht, welches ist. Einmal Melee, einmal. Ich brauche ja nur Melee hier. Melee-Schutz. Oh ja, Kimi, danke. Unglaublich, der Gorbi, ne? Danke für die Info. Und Dojas Höhle betreten. So. Oh, der hat auch ein Dings für mich. Dieser Auftrag enthält Rätsel, die der Spieler selbstständig lösen muss. Die Aufgabenliste, das Archiv und die Karte geben stellenweise keine konkreten Anweisungen. Aha. Ich nehme es mal an. Muss ich mir wahrscheinlich durchlesen, ne? Ja, ich kann es ja immer wieder abbrechen. Ist anscheinend Special Quest. Oh, du bist schon zurück? Dann lass mal sehen, ob du das Richtige mitgebracht hast. Sicher. Sehr gut gemacht. Ohne diese Aufzeichnung könnte ich meine Forschung nie rekonstruieren. Dann mal frisch ans Werk. Gut, dass du so schnell warst. Jetzt sind wir endlich vom Froschpflegen erlöst. Dass wir in der Höhle bleiben müssen, war mir nicht unrecht. Im Gespräch mit Matoya habe ich einige bedeutsame Zusammenhänge begriffen, die mir auch nach der langen Shalayana-Ausbildung nie deutlich geworden waren. Wenn ich das mit meinem Wissen kombiniere, ich habe das Gefühl, ich könnte sogar eine neue Art von Karfunkel hervorbringen. Lass uns das mal auf später verschieben, Junge. Junge. Geil.
Du hast noch eine ganze Menge zu lernen. Sagen wir 10 Jahre unter meiner Führung, dann wärst du vielleicht ein ganz passabler Magier. Amotoya nimmt kein Blatt vor den Mund. Ob du schon mit 11 Jahren zur Akademie zugelassen wurdest, interessiert sie kein bisschen. Wie auch immer, lass uns rasch die Aufzeichnungen durchgehen. Jawohl, wir können fliegen. Sehr cool. Hier sind noch Sidequests. Nehmen Sie mal an. Ach, das sind auch solche, ne? Okay. Ist das sinnvoll, die anzunehmen? Ne, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und das auch durchlesen und dann überlegen, ne? Wahrscheinlich. Schätze ich mal. Vertont? Wie lange ist das her? Mein Verschlüsselungszauber hat dafür gesorgt, dass keiner seine neugierige Nase in die Schriften stecken kann. Sobald er aufgehoben ist, kann aber jeder darin lesen. Ich hoffe allerdings, ihr vergesst nicht, dass darin nur die Theorie beschrieben steht. Ihr braucht jede Menge Äther. Wie wollt ihr den beschaffen? Darauf hat uns Sid schon hingewiesen. Auch wenn wir unser Schiff mit Kristallen vollladen, wird es bei weitem nicht reichen. Mit einem Aurazithen und dem Ätherextraktor könnte es vielleicht gehen, aber... Aber wo die sind, weiß nur Minfilia und wir haben keinen Hinweis auf ihren Verbleib. Und auch Munbrida ist nicht mehr bei uns. Munbrida. Äther, die Quelle aller Magie. Quelle der Magie? Aber ja, das ist es! Das Auge des Drachen. Die 7 hohen Drachen existieren seit tausenden von Jahren. Und über all diese Zeit haben sie stetig Äther in sich konzentriert. In ihren Augen, der Quelle ihrer Magie. Aber können wir uns diese Kraft so einfach nutzbar machen? Das gelänge doch wohl nur einem Drachen selbst. Oder jemandem, der mit ihr genauso vertraut ist. Dem Azur-Drachenreiter. Unser Plan nimmt ja langsam Gestalt an. Dann lasst uns nach Ishgard zurückkehren. Stola, warte noch. Was ist mit deinen Augen, Kind? Wann ist denn das passiert? Ah, du hast es bemerkt. Seit ich nach dem Teleportzauber im Ätherstrom herumgeirrt bin, ist meine Sicht ganz anders. Teleportzauber? Etwa ein Antiker? Du Dummerchen, wie oft hab ich dir gesagt, lass die Finger von der verbotenen Magie. Tja, gab keine andere Möglichkeit, ne? Aber ich musste es tun. Minfilias Leben stand auf dem Spiel und das Schicksal Eoseas. Außerdem konnte ich so in den Ätherbahnen umherwandern. So eine Erfahrung macht man doch wirklich nicht alle Tage. Erfahrung, papalapap. Ich muss dir ja wohl nicht sagen, wie viel Kraft es braucht, nur durch das Fühlen der Ätherschwingungen zu sehen. Pass auf dich auf, hörst du? Ja, Matoya. Danke für alles. Bitte. Cool. Sehr schön. Story nimmt Gestalt an. Wie gut, dass du Mantoyas Aufzeichnung finden konntest. Jetzt sollte Sid
eine Ätherramme konstruieren können. Lass uns gleich nach Ishgard zurückkehren. Wir müssen Sid die Schriften übergeben und Estinien bitten, uns die Kräfte des Drachenauges zugänglich zu machen. In dieser Angelegenheit ist es besser, auch Großmeister Emmerich um Erlaubnis zu fragen. Natürlich. Den wollte ich noch wegklicken hier jetzt. Zack. 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 Ach, können wir apporten, ne? So. Bin ganz kurz Pipi machen. Zu viel Cola. So. Ja, sehr gut. So. Der vergessene Ritter. Hier gibt's auch noch Sidequests, ne? Ein Haufen. Klar. Also, können wir schon noch gut was machen, wenn es jetzt gleich irgendwann heißt. Map. Ah, okay. Ihr seid zurückgekehrt. Wie ist es euch ergangen? Nimmer lange. Ich bin müde. Ich war gestern Abend dann doch noch bis um kurz nach eins wach. Und dementsprechend bin ich müde. Ein bisschen noch, ja, bis 12, kurz nach 12 irgendwann, aber nicht mehr viel länger. Wir haben einen bedeutenden Schritt vorwärts gemacht, Großmeister, aber lasst mich euch zunächst ein Mitglied unseres Bundes vorstellen. Istolla aus Schalayan. Es ist mir eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Großmeister Emmerich. Ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, die große Gefahr abzuwenden, die uns aus Azizla droht. In der Tat, eine große Gefahr. Und was ist nun dieser bedeutende Schritt, den ihr auf eurer Reise gemacht habt? Ja, der Gorbi erklärt es mal wieder, ne? Die Forschungsarbeit eurer Schalayana-Meisterin soll also die Grundlage für eine Ätherramme bilden, mit der die Energiebarriere über Azizla zu durchstoßen ist, gespeist von einer noch unbestimmten Energiequelle. Und genau um diese Energiequelle geht es. Wir haben daran gedacht, die Kraft des Drachensauges zu nutzen oder vielmehr Azur-Drachenreiter Estinien zu ersuchen, uns diese Energie zu erschließen. Das Drachenauge? Nun, ich werde Estinien benachrichtigen lassen. Er muss selbst beurteilen, ob ihm überhaupt möglich ist, was ihr euch vorstellt. Vielen Dank, Großmeister. Ich habe zu danken. Ihr habt es auf euch genommen, eine Gefahr zu beseitigen, die Ishgard selbst heraufbeschworen hat. Gorbi Istolla, lasst uns Sid mit den Berechnungen für die Ätherramme versorgen, denn diese Gefahr droht längst nicht nur Ishgard. Er bedroht längst nicht nur Ishgard, so wahrscheinlich. Gut, dann ab zu Sid. Ins Strebewerk. Der steht wahrscheinlich wieder hier
Wo steht er denn? Hier? Warum wurde das dann da angezeigt? Ach, das steht hier unten. Ah. Für Astrologie. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht, oder? Doch. Ach doch, Luftschiff-Landeplatz ist das. Okay. Warum haben die Dinger auch so einen Namen? Warum heißen die denn einfach ABC? Ja, wäre langweilig, ich weiß. Zit, hallo Zit. Na, habt ihr eine Lösung gefunden? Wir haben schon mal die groben Arbeiten erledigt. Jetzt brauche ich aber Konstruktionsdetails, sonst wird es nichts mit der Ätheramme. Sid, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Wir haben bisher unter Verschluss gehaltene Schriften über einen Ätherverdichter aus der großen Gubal-Bibliothek geholt. Daraus sollte alles ableitbar sein, was du für die Konstruktion der Ramme brauchst. Sehr gut. Dann mache ich mich mal an die Lektüre. Aber was ist mit der Energiequelle? Darüber haben wir auch bereits nachgedacht. Estinien? Ah, da ist er. Ah, das seid ihr ja schon alle. Ungefähr stand das da. Pi mal Daumen. Ich will euch nicht zu lange damit vor der Nase herumwedeln, aber das ist unsere Energiequelle. Seit uralten Zeiten hat das Auge des Drachen Äther gespeichert. Seine Kraft ist ungeheuer. Das Auge des Drachen, der wertvollste Staatsschatz Ishgards. Was für eine böse Aura davon ausgeht. Na gut, dann steht den Fachleuten mal nicht im Weg. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Irgendwie hatte ich schon dunkel geahnt, dass uns keine Pause vergönnt sein würde. Jawohl, Chef. Wedge meldet sich zur Nachtschicht. Sobald City Enterprise mit der Ätheramme ausgestattet hat, fliegen wir ab. Hoffentlich dauert es nicht allzu lange, aber das Entziffern von Matoyas Unterlagen ist bestimmt nicht einfach. Du weißt, dass wir uns auf eine gefährliche Mission begeben. Ich will nicht schwarz malen, aber diesmal sind alle unsere Feinde an einem Ort versammelt. Ob wir zurückkehren, steht in den Sternen. Auf jeden Fall solltest du die Zeit nutzen, noch allen Freunden in Ishgard Lebwohl zu sagen. Echt jetzt? Fangen wir doch hier an. Zu gerne würde ich euch begleiten, aber ich fürchte, ich wäre euch in meinem körperlichen Zustand eher hinderlich als hilfreich. Doch seid gewiss, dass ich im Geiste mit euch bin. Wenn es zur Konfrontation kommt, dann wisst, dass ich ihn nicht mehr als meinen Vater betrachte. Zu all den schändlichen Lügen, die er aufrecht erhielt, verbündete er sich noch mit den Eskiern und erhob sich selbst zu einem Gott. Was könnte dem Guten und Wahren dieser Welt mehr entgegenstehen? Es tut mir leid, dass ich dir all das aufbürde. Aber lass uns nicht mit so trüben Worten Abschied nehmen. Ich werde Ishgard von den Lügen der Vergangenheit befreien, während ihr für Ishgards Zukunft kämpft. Halone möge uns alle schützen. So, was soll man noch hin? Ist das alles oben? Alles in den Fundamenten, oder was? Jawohl, anscheinend.
Na, dann gehen wir erstmal zum vergessenen Ritter. Vergessen, ach, da steht's ja, in den Schwaden mit Hilda sprechen. So. Dann brecht ihr also auf. Möge Halone euch auf allen Wegen beistehen. Bist du erstaunt, eine Galliar zu einer Göttin beten zu hören? Ich gebe zu, dass es sich befremdlich anfühlt, wie Schwäche. So wurde es mir von Kindheit an vermittelt. Doch was ist falsch daran, sich von Herzen zu wünschen, dass ein treuer Freund wohlbehalten zurückkehren möge? Das ist wohl das ursprüngliche Wesen des Gebets, unser Schicksal voll Vertrauen in die Hand von höherem Wesen zu legen. Dass Papst Tordan den unschuldigen Glauben der Ishgarder in seiner Machtgier missbrauchte und auf seine Person umzuleiten verstand, ist der Gipfel des Hohns. Da hat sie wohl recht. So, dann nochmal hier rein. Tata. Ihr fliegt bald los. Bitte pass auf dich auf und auf die anderen auch. Ich würde es nicht ertragen, euch noch zu verlieren, wo ich doch jetzt schon ganz bedrückt bin wegen all der lieben Freunde, die nicht mehr bei uns sind. Aber belaste dich nicht auch noch mit dem Gedanken an mich. Lass uns alle stark sein, wie Alfino. Er ist ganz anders geworden, seit die Dinge in Ulda so eine böse Wendung genommen haben. Und noch entschlossener. Also, bitte komm gesund zurück, ja? Machen wir. So, kommen wir hier unten rum hin. Das sieht oben rum aus, ne? War das noch die Schwaden? Das ist doch unten, oder? Ja, ich laufe mal oben rum. Auf geht's nicht mehr viel. Danke, Yasu. Das stimmt wohl. Nur noch ein bisschen, ne? Ah, Gorbi. Dann geht's dem Pap jetzt wohl an den goldbestickten Kragen, ja? Ich wäre ja zu gerne dabei, um den Azurgarden-Schnöseln ihre längst fällige Abreibung zu verpassen. Jaribert vor allem diesem Widerling. Aber ich muss hier ein wachsames Auge auf die Dinge haben. Jetzt, da der Erzbischof weg ist, könnten die Leute auf dumme Ideen kommen. Die Kurie stürmen zum Beispiel und damit meine ich keine Befreiungsaktion. Aber Gewalt wird uns nichts bringen und daran muss ich die Leute erinnern. Jedenfalls brauchst du dir keine Gedanken um uns zu machen. Ishgard ist bei Aemerik und mir in guten Händen. Kümmer du dich nur um den Erzbischof. Das machen wir. So, Anwesen der Fontans. Kommt man hier hinten eigentlich auch irgendwie hoch? Ne. Aber hier vorne ist das sinnvoller, oder? Komme ich doch direkt hier zu dem... Ach, da steht sogar hier. So. Also bis 3-0 durch ist, ja. Nächste Woche wahrscheinlich dann, ne? Wenn es am Wochenende wie immer mal nichts wieder nichts gibt. So, da gehe ich jetzt noch kurz rein und dann machen wir Ende. Aber das will ich mir jetzt noch geben, ja. Gorbi, wie nett von dir, dass du mir einen Besuch abstattest.
Wird nochmal vertont sein, oder? Nein. Bitte verzeih mein Benehmen beim letzten Mal. Ich war so von der Trauer um meinen Sohn überwältigt. Sie wird mich auch bestimmt noch lange quälen, doch ich habe beschlossen, stark zu sein. So wie er es gewollt hätte. Wenn du am Wochenende viel XP sammelst. Ja, habe ich vor. Mal gucken, ob es was wird. Als Orchefond mich überredete, euch nach Körthas einzuladen und als euer Garant aufzutreten, war er voll der lobenden Worte. Du seist ein wahrer Freund. Du trügest die Flamme der Hoffnung in dir. Jetzt sehe ich erst, wie wahr seine Worte waren. Du hast die Hoffnung nach Ishgard gebracht. Wir waren inmitten eines Schneesturms und nun endlich wird der Himmel Licht. Mhm. Hm. Zum Gedenken? Hier zum Gedenken. Es wäre sein Wunsch gewesen, an deiner Seite in den Kampf zu ziehen. Nun geh und gib auf dich Acht. Möge dich nicht auch das Schicksal meines armen Sohnes ereilen. So. Jetzt geht's wahrscheinlich auch los, ne? Nein, noch nichts. Ich glaube, so schnell hat Sid das Ding noch nicht gemacht, oder? Schätze ich mal. So, dann ab zum Luftschiff-Landeplatz. Na, gucken wir mal, wie dort die Situation ist. Luftschiff-Landeplatz. Jeppa. Ah, ich glaube, das Level kann man allein mit Sidequests durchmachen. Guck mal, wie viel es hier noch gibt. Ne? Das ist ja schon krass. Hier Fundamente waren auch noch einige. Dann habe ich noch das ganze andere Gebiet. Ich glaube, das müsste sogar schon reichen. Edmund hat dir Orchefors Schild anvertraut. Was für eine schöne Geste. Wir werden Orchefors Erinnerung hochhalten und siegreich zurückkehren. Ich hoffe, du denkst nicht, dass ich uns schon abgeschrieben hätte. Keineswegs. Wir werden auch diese Herausforderung meistern. Aber wir können unsere Freunde, die uns in diesen schlimmen Stunden so tatkräftig unterstützt haben, doch nicht ohne ein Wort des Abschieds zurücklassen. So. Und genau hier machen wir den Break, ne? Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert mit dem Teil. Ah, wird jetzt wahrscheinlich schon funktionieren, ne? Wäre ja Blödsinn, wenn du jetzt nochmal irgendwas machen müsstest. Oder? Man weiß es nicht genau. Also ihr wisst, ich weiß es nicht. Und die gute Nacht für 50. Alles klar, Bester. Wünsche ich dir ebenfalls. So, gut, ich bin raus. Vielleicht sehen wir uns spontan am Wochenende. Wie immer, bisher hat es noch nicht einmal geklappt, weil immer irgendwas anderes war. Oder ich einfach keine Lust zum Streamen hatte. Und also spätestens dann für die Final Fantasy Jungs hier am Mittwoch wieder, ne? Gut. Ja. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Wir sehen uns spätestens Mittwoch wieder. Alles klar. Bye, bye. Ich bin raus. Tschüss.